Okay. So. Hubala. Nee, ich geh nochmal ganz kurz hoch. Dann gehen wir noch da drauf. So viel muss von die weiße Glas. Dann kommt die schwarze Glas. Von die schwarze Glas viel hört der mit Angst. Wer dankt für schwarze Glas? Ganz viele, ich sag dir. Und hier runter. Das müsste passen. Das wird größtenteils grau aufgefüllt und das ist alles schwarz. Schwarz wie die Nacht. Und klein Adis Seele. Und mein schwarzes Glas ist schon wieder weg. Das hat ja lang gehalten. Zum Glück braucht man wesentlich weniger Farbe als man denkt und nur wesentlich mehr Glas als man denkt. Nur ein bisschen. Hier müssen wir wahrscheinlich wieder noch ein plastisches Zeug sehen. Hüpf. Wenn ich den Sprung nicht machen, wäre ich wahrscheinlich sofort tot. Vielleicht soll ich, bevor ich das andere Fenster mache, einfach die Schuhe mit Federfall an. Weil ich werde sterben. Ist das eigentlich fertig soweit? Weil das würde heißen, ich kann jetzt das komplett mit Kacki-Glas auffüllen. Sieht sogar so aus. Au! Ah! Was essen, weil sonst kann ich mir meinen Schlauch brechen. Ich probiere jetzt, glaube ich, mal was aus. Was Lustiges. Jo. Explodiert gleich dein Turm, weil irgendein Schaltkreis nicht gut ist. Nee, das nicht. Nee. Aber will nicht passieren. Ein Creeper hat mir erst das Treppenhauslicht lahmgelegt. Okay. Aber. Der Gebäudekern ist halt doppelwandig. Dazwischen ist ein Block frei. Da läuft halt der Redstone. Und das waren Viecher drin. Teilweise, ja. Und dann habe ich teilweise aber auch noch Öffnungen nach draußen, weil das halt noch nicht fertig ist. Und dann kommen die raus und macht boop, wenn ich da vorbeilaufe. Dumme Arschlöch. Hm. Okay, also wie war denn das? So. Puh, das könnte jetzt interessant werden. Wenn es in die Hose geht, bin ich tot. Da war schon wieder fast mein ganzer Sand dann. Eieiei. Man sollte meinen, das ist nicht so schnell weg. Ist es aber. Und zwar ganz brutal. Also wie viel brauche ich da daneben noch? Oh, Bruchlandung. Nee, nicht. Was ist das? Wo kommst denn du her? Bist du von deinem Turm losgeflogen und dann so im Kreis? Yo! Geil. Yo! Alter. Das wollte ich gerade testen. Also ich will auch mal, ich gehe jetzt auch mit dir zum Turm. Ich habe keine eigene Elytrin mehr, die habe ich schon mehr gegeben, weil er aber Sachen drauf verzaubern will und dann macht er heute nicht mit. Das. Ich will auch einmal fliegen. Wahrscheinlich legt es mich so unglaublich hammerhart auf die Fresse, ja, dass du gleich einen Riesenhaufen Glas vor deinem Turm hast. Kann sein, nehme ich dann, könnte ich brauchen. Ja, cool.
Ja, ich habe. Hier kann man durchsehen. Das ist ja super gruselig. Mag ich nicht. Tu das nicht. Hast du die Elytri gefärbt? Geht das? Nee, ist nicht gefärbt. Sieht dunkler aus. Ich gehe mal hoch. Wieso bist du doppelt so schnell? Ich drücke gleichzeitig Sprinten als auch nach vorne und Leertaste. Okay, alles klar. Mit einem Atmung 2 Helm komme ich wahrscheinlich ganz hoch. Da gehst du jetzt raus, dann rüber ins Treppenhaus und nochmal eins hoch. Weil die Leiter geht nicht bis ganz oben. Oh, wir sind ja jetzt höher als eine Tür mehr, oder was? Yep. So, dann gebe ich dir das Ding mal. Ja. Ich weiß nicht, wie das geht. In welche Richtung muss ich denn? Einfach in die, okay. War schön. Fliege ich? Ja! Frei wie ein Adler! Juhu! Und möglichst flach landen, sonst und nicht irgendwo dagegen fliegen, weil sonst macht's Aua. Ja! Hallo Cindy's Haus! Whee! Das ist ja voll geil, wenn du richtig hoch abspringst. Da kannst du ja über unsere ganze Welt fliegen. Jo. Ah ja, und jetzt nochmal ganz gemächlich zur Kathedrale in wenigen Sekunden. Das ist ja super awesome. Kann ich hier durchfliegen? Ju! Au! Okay, ich bin mit dem Gesicht gegen die Tür gekommen, waren aber nur zwei Herzen. Aua. Okay, ich bring's dir wieder zurück. Ich tu mal mit Scaffold-Ding einen Riesenturm bei mir bauen. Der geht am schnellsten wieder weg. Aber ich glaube, ich muss zwischendurch schlafen. Weil, kacke. Wo ist die Scheiße? Man muss sie erreichen. Kurz pennen und dann fliegen. Juhu! Ich bin auf dem Weg zum Haia-Bettchen. Ich gehe nur nicht davon aus, dass ich auf dem Turm bei dir landen kann. Das wird wahrscheinlich so ziemlich bei Anschlag sein, wie ich dich kenne. Ja, das schaffst du nicht, ne. Ich baue mich ja nicht hoch, ich stehe die ganze Zeit auf dem Boden, während das hochbaut. So, das ist jetzt sehr spannend. Ich gucke auf die gleiche Stelle. Das Einzige, was sich bewegt, sind die Fackeln und mein Arm, der dieses Scaffolding da drauf haut. Ja. Und hier so. Mal gucken, wann das aufhört zu bauen. Ich glaube, das ist mein letzter Stack. Einfach versuchen, auf der Wiese vor dem Turm zu landen. Das die maximale Bauhöhe beträgt 256. Danke, Spiel. Ja. Also mein Turm hat die maximale Anzahl an Stockwerken. Mehr passt nicht drauf. Also das kleine Häuschen auf der Dachterrasse geht auf Anschlag. Nice. Ja. Na, 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 na. Na, 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 na. Das
Somit ist er Höhe gemessen bis zum Dach das, das höchste Bauwerk auf der ganzen Map. Das, die Kathedrale sieht so klein aus von hier oben. Das ist sie aber nicht, ich weiß das. Ich hab die Scheißfläche abgebaut. Die ist brutal groß. Ja, und das ist eigentlich nur die hintere Hälfte bisher. Ich weiß gar nicht, wie ich das machen will. Weil das ist so ein Riesensee auf der anderen Seite. Aber guck mal. Das ist ja hübsch. Also von der Grundfläche würde mein Turm da wahrscheinlich dreimal drauf passen. Das ist möglich. Ach du Scheiße, ist eigentlich voll hübsch hier oben. Der See ist auch so klein. Ich finde, das Muster sieht von der Kathedrale so komisch aus, weil ich ja die Wände immer zwei und dann versetzt gebaut habe. Naja. Geh fort! Fliege ich oder falle ich? Ich fliege, okay. Ich weiß das immer nicht. Halt während dem Fall Leertaste drücken und nach oben gucken oder so etwas nach oben geneigt. Ich glaube, ich habe gerade was Komisches gemacht. Ich wollte bei meinem komischen Lufttempelhaus-Gedöns unter die Brücke durch und musste dann hochziehen, weil dahinter Berg war. Und ich habe kurz Stein in mir gesehen. Aua. Aber ich bin nicht gefallen. Au. Wie du geguckt hast im Himmel, als ob ich das kann. Ja. Das ist aber voll Spaß. Ich meine. Hast du da schon Mending drauf? Also, nö. Reparieren? Sollte ich noch machen, bevor es kaputt ist. Ja, aber ich habe da jetzt ehrlich gesagt gar nicht drauf geachtet. Da ist noch nichts drauf.